So, hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Termin mit Staffellauf. So, ihr könnt euch jetzt wieder, ihr kennt es ja, aussuchen, für wen ihr seid, grün, orange, rot oder blau. Ich bin immer rot. Wir spielen heute mit einem Kartenspiel, was wir schon sehr lange haben. Das hieß, glaube ich, früher Tolle Loks einfach. Und ja, da seht ihr gleich, was das für alte Schinken sind. Ich werde euch immer dazu sagen, ob die Lok jetzt gerade gut ist oder schlecht. Oder ich sage euch jetzt einfach vorher, das langsamste ist die Rangierlok mit 50. Das schnellste ist eine Französin mit 220. Ja, und ich weiß nicht, welche Karte wo drunter steckt. Ich hoffe einfach, dass Rot gewinnt. 180 ist die drittschnellste Karte. 135 ist ziemlich die Mitte. 100 ist schon eher nicht so gut. Danke dafür. Und 140. Okay. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Ihr könnt euch überlegen, für wen ihr seid, wie immer. Ihr kennt das Spiel ja. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann müsst ihr euch zuerst das Erklärvideo dazu angucken, denn hier drin wird das nicht so richtig mehr erklärt. So, legen wir einfach mal los. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 und 4. Dieses Kartenspiel bezeichnen wir eigentlich immer als klassisch, weil wir immer mit dem Kartenspiel anfangen. Es ist bei uns immer so, wir machen 3 bis 4 Durchgänge. Also mit 3 verschiedenen Kartenspielen spielen wir immer in der Familie. Und der Gewinner darf sich immer aussuchen, welches das nächste Kartenspiel denn sein soll, was wir spielen. Und vor dem ersten kann noch keiner entscheiden, deswegen nehmen wir immer das hier. Das ist dann unser klassisches Kartenspiel. So, machen wir einfach mal weiter. 4, 3, 125 fährt der hier. 2, 1. Und 4, 3, 2 und 1. So, der ist durch und nimmt auch 125. Das ist ja sehr nett. Dann ist der hier durch. 4, 3, auch 3. Dann kriege ich hier für meinen 100er schon mal 2 Punkte. Das ist schon mal gut. So, der wechselt jetzt auf nochmal 135, okay. Die Holländer fahren irgendwie alle 135. 4, 3, 3, 2. 4, 3, 3 und 2. 4, 3, 3 und 2, 4, 3, 3, 2 und 4, 3, 3 und 2. Jetzt wechseln die beiden. 90, warum sollte man auch nicht 90 nehmen jetzt, ne, genau, und 75. 75, zweitlangsamste, 90, drittlangsamste. Und jetzt kriege ich nämlich 3 Punkte mit 100. 4 für den. Bringt mir noch nicht viel, ich hätte auch mit einem durchkommen können. So, 2 und 1. Jetzt nur nicht langsamer sein als die anderen und 50 haben. Ne, 140, alles klar. Und 120. Ja, jetzt kann ich mal ein bisschen vorne wegpreschen. 4, 3, 2. Das ist schon mal viel wert, wenn man jetzt eine Zeit lang 4 kriegt. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4,
3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Jetzt nur nicht die Rangierlok nehmen. Nur nicht langsamer sein als 75. Nee, okay. 150. Sehr schöner Zug übrigens. Kriegt jetzt auch weiterhin 4. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe mal, jetzt kommt ein Friedensangebot von Blau. Und nicht, dass er mich übertrifft. Nee, tut er nicht. 120 nochmal. Sehr schön, kriege ich weiterhin 4. 3, 2, 1. Und 4, 3, 2 und 1. So, die Dampflok ist durch. Und jetzt natürlich mich ausbremsen. Schön. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. So, jetzt bin ich auch durch. 160, alles klar. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 und 1. So, was macht Grün als nächstes? 140 nehmen, okay. 4, 3, 2 und 1, 4, 3, 2 und 1, dann ist der 120er durch, 140 nimmt er auch, okay, dann bin ich durch, 4, 3, 3, 2. So, was nehme ich jetzt? 150. Bleiben wir in Front. 4, 3, 3, 2. Der Tausendfüßler ist endlich durch. Und natürlich wieder ausbremsen, klar. 4, 3, 2. 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2 und 2. Der 140er ist durch. 130 hat er noch zu bieten. 4, 3, 2, 1. 220 ist durch, die schnellste in der ganzen Geschichte hier. 105, schön zum Vergammeln. 4 für mich. 3, 2, 1. Was könnte ich jetzt natürlich nehmen? 135, ja, das ist doch mal intelligent. 4, 3, 2 und 1. So, dieses komische Glas Milch ist auch durch. 125, ja, dann kriege ich jetzt 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 und 1, 4, 3, 2,
und 4, 3, 2 und 1. So, dann sind die beiden weg. Der hat vorletzte Karte schon. Ja, die Rangierlok. Jetzt wieder richtig schön vergammeln. Ich habe 140. Ja gut, dann kriege ich 4. 4, 3, 2. Die Rangierlok fährt natürlich 50, 105, 140, 125. 4, 3, 2, 1. Und dann sieht es für mich gar nicht so schlecht aus, das Ganze zu gewinnen. Mal gucken. 4, 3, 2 und 1. Ja, dann kann man dem das ja sogar schon gönnen, dass er gerade seine Dampflok gut durchgekriegt hat, weil er die einfach auch noch hatte. Dann hat man schon schlechte Karten. 4, 3, 2 und 1. Was macht der hier? 100 nehmen. 4, 3, 2, 1. Und meine letzte Karte ist 120. Gut eingesetzt auf jeden Fall. 105 ist das nächstschnellste, das ist okay. 4 für mich. 3, 2 und 1. Der wechselt. 140. Na gut, es sei ihm gegönnt. Er hat noch zwei Karten danach. 4, 3, 2, 1. Also ich habe das, glaube ich, schon gewonnen. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 140er kommt weg. 100 haben wir hier auch noch. Okay, dann kriege ich 4, 3, 3, 2. So, und damit bin ich Erster. Und dann heißt es hier 4, 4, 3 Punkte. 3 Punkte für die Rangierlok ist schon mal gar nicht mal so verkehrt, ne? So. Und 160 aufbewahrt bis zum Schluss, alles klar. 4, 3, 2, 4, 3, 2, Rangierlok ist auch endlich durch. 120. 4, 3, 2, 4, 3, 2 und 4, 3, 2. Damit ist er auch durch. Platz 2 steht fest. 4, 3. Und was hat er als letzten noch? 160. Warum spart man sich das bis jetzt auf? 4, 3. 4, 3. Und 4, 3. Damit ist er dann auch durch, obwohl er Rangierlok und Dampflok hatte. Krasse Leistung. Dann hat er hier wahrscheinlich schlecht eingesetzt. Ja, damit bin ich Erster. Ich hoffe, ihr wart auf meiner Seite. Haha. Ansonsten sagt mir in den Kommentaren, ob ihr Letzter, Vorletzter, Zweiter, Erster geworden seid. Ja, ansonsten seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.